So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Diesmal sogar wirklich aus der Kitchen vom Ramses und die Mama ist zu Besuch. Wir haben uns eine Pizza geholt, die wollen wir jetzt probieren, ne? Die Mama, die hat gesagt, ess nicht immer eine Pizza alleine. Du bist dick genug, gib mir auch mal die Hälfte ab. Das machen wir auch direkt. Und wir haben was ganz Besonderes. Und zwar aus dem Rewe eine Rewe Bio-Pizza, Steinofen-Pizza, Spinatpizza, Feta-Pizza, also da so viel Pizza, da werde ich nicht mehr. Traditionell direkt auf Stein gebacken, vegetarisch belegt, mit Bio, Feta und Spinat. Hier habt ihr nochmal das Bio-Siegel, hier habt ihr das vegane Siegel. Na gut, vegetarisch, nicht veganisch. Nutri-Score ist auch drauf, keine Ahnung, was das heißt. Das sieht aus wie bei Waschmaschinen immer das Energielevel. Wir sind bei C. Was ist C? Hier steht auch rewe.de, Nutri-Score. Guckt mal danach. Ansonsten gibt es dazu nicht viel zu sagen. Außer, dass es halt eine gesunde Pizza ist auf jeden Fall. Spinat und Feta. Probieren wir mal aus. Bio-Pizzen, richtig genial. Jetzt muss ich es nur hier irgendwie aufkriegen. Schmeiß es einfach so lang rum, bis der Karton von alleine aufgeht. So, den dicken Bauch als Stütze. Jetzt haben wir die hier. So ein Unboxing-Video. Wir unboxen die Pizza mit einer Hand, ziehen das hier hoch, ziehen das auf, ziehen das hier rüber. Dann fliegt das ganze Eis runter. Und wenn wir Glück haben, bleibt noch ein bisschen Belag auf der Pizza. So, so sieht die jetzt aus. Die packen wir jetzt in den Ofen und probieren die natürlich. Das scheint Tomatensoße zu sein. Diese ganzen Eiskristalle sieht man. Adi ist auch da. Adi, Pizza, Adi. Ist die süß. Komm, schleck mal das Eis ab. Gute Adi will erst, wenn sie fertig ist. Die hauen wir jetzt mal in den Ofen. Melden uns zurück, wenn die fertig ist und schauen dann, wie die schmeckt. Ob die gut ist, ob die nicht gut ist. Es muss nicht immer mit Wurst sein, ja? Es gibt auch Margarita. Es gibt auch vegan, vegetarisch. Es gibt Gemüsegarten von Capital Bra. Grillgemüse-Mix gab es ja auch. Die hat auch sehr gut geschmeckt. Mal gucken, ob die mithalten kann. Ist ein bisschen teurer als die normalen, glaube ich. Aber das macht man nicht alles, ne? Bio, vegetarische, Spinat, Feta, Pizza. So, die Pizza ist auf jeden Fall fertig, wie man hier sieht. Vielleicht seht ihr noch, wie sie dampft oder auch nicht. Das Gute ist, in letzter Zeit, wenn ich Pizza gemacht habe, ist sie immer kohlrabenschwarz geworden. Auch wenn Pupsi irgendwas gemacht hat im Ofen, Fisch oder so, alles kohlrabenschwarz. Jetzt habe ich einen Trick entdeckt, wie man verhindern kann, dass das Zeug schwarz wird. Und zwar, ihr müsst es einfach eher aus dem Ofen raustun. Dann ist das nämlich noch nicht schwarz, aber trotzdem schon heiß. Gebt mal ein Like für den Lifehack, ne? Wenn ihr Bisa-TV-Fan Bisa-TV-Sau-Fan sagen, Bisa-Fan-TV sagen, aber egal. Das war eigentlich eine Dummheit. Hier seht ihr, die ist irgendwie weich. Das hängt alles schön runter, sonst ist die nämlich immer knüppelhart. Ich habe die jetzt geviertelt. Der Käse sieht auf jeden Fall gut aus. Der Rest sieht auch gut aus. Wir lassen die, glaube ich, noch ein bisschen abkühlen. Wir können sie mal ein Stück auseinander machen. Jetzt wollen wir die Pizza natürlich noch probieren, weil es so wenig ist. Haben wir uns natürlich jetzt noch eine andere Pizza gemacht. Diesmal eine Edelsalami. Die Edelsalami aus dem Rewe esse ich eigentlich immer am liebsten. Normalerweise packe ich mir da immer noch selber so Toastkäse drauf, 4 Scheiben, verteile die und esse ein ganzes Glas Pfefferon dazu. Aber Pfefferon habe ich leider gar nicht mehr da. Muss ich erst wieder in der Fanpost bekommen. Wer mir Pfefferon schicken will oder Jalapenos, kann das gerne machen. Wir nehmen uns das hier. Da ist nämlich so ein richtig dicker Flatschen von dem weißen Käse drin. Beißen jetzt mal hier vorne rein in das Stück, wo Käse drauf ist. Man sieht die Tomatensauce durch, man sieht den Spinat. Es sieht auf jeden Fall sehr gesund aus. Es riecht auch eigentlich vernünftig. Aber gut, nach was soll Spinat großartig riechen? Wenn ich reinbeiße, merke ich, dass es schon wieder kalt ist oder noch nie richtig warm war. Kann man sich aussuchen. Aber ihr schmeckt ganz intensiv den Feta-Käse. Deshalb, man braucht gar keine Wurst oder irgendwas. Der Feta-Käse, der hat so einen wuchtigen, dezenten Geschmack.
wuchtig, dezent. Sind das nicht zwei Gegenteile? Auf jeden Fall finde ich das so genial mit diesem Feta-Käse. Würde ich mir am liebsten überall einfach draufpacken, aber das überdüngt einfach alles. Und das Tomatige von der Soße kommt unten drunter durch. Der Boden ist schön knusprig. Habe sie, glaube ich, jetzt zu lange stehen lassen. Das ist das Problem. Ich war bestimmt, als sie aus dem Ofen kamen, direkt fertig zum so essen. Also Fazit, richtig gute Pizza. Ist nicht zu trocken, hat Geschmack. Es muss nicht immer mit Wurst sein. Es geht auch mal vegetarisch, ne? Jetzt kann ich so tun, als würde ich mich gesund ernähren. Habt ihr die schon mal probiert? Habt ihr schon mal eine Bio-Pizza gekauft? Werden auch schon ganz andere Sorten hier liegen, die okay waren, aber ich glaube, die ist bis jetzt, glaube ich, die beste. Und wenn ich die nächste habe, sage ich das gleiche auch wieder, dass das die beste ist. Auch wenn die nicht mehr so warm ist, schmeckt die trotzdem richtig gut. Ich glaube, die kann man sogar auch einfach kalt essen, weil dieser Geschmack sich einfach zieht. Auch wenn ich beim Abo oder so zum Beispiel jetzt eine Pizza Koch nehme, weil es sie nur im Abo gibt, ist da ja auch immer Spinat mit drauf. Und eigentlich bin ich kein Fan von Spinat, aber bei der Abo-Pizza ist auch so viel anderes mit drauf, dass das einfach eine gute Kombination ist. Und dieses Spinat, Tomatensoße, Feta-Käse ergänzt sich auch wunderbar. Kann ich also nur empfehlen, wenn ihr die schon mal probiert habt, schreibt es mal rein. Ansonsten, was ist eure Lieblingspizza? Oder welche Pizza habt ihr zuletzt gegessen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.